Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, mein Projekt vorzustellen. Ich habe mal ganz konkrete Beispiele mitbekommen, die Sie inspirieren, mitgebracht, die Sie inspirieren sollen, vielleicht in Ihrem Anwendungsgebiet mal nachzudenken, ob man das vielleicht nicht anwenden kann. Da sind Sie die Spezialisten und da bin ich gespannt auf Ihre Rückmeldung, wie wir es vielleicht auf andere Anwendungsgebiete oder sogar generalisieren können. Ich habe das genannt, mehr als Daten, es ist ja schon angesprochen worden, diese Metadaten. Bei mir will ich ganz besonders, also oder wir nennen das die Paradaten, das heißt also, wie sind die Daten entstanden und warum? Das heißt also, welche Argumente und welche Diskussionen haben zu diesen Daten geführt? Und das will ich am Beispiel von 3D-Rekonstruktionen zeigen, damit Sie mal wissen, was ich damit meine. Hier mal ein Beispiel aus Jerusalem, das heißt, es gibt also um die Grabeskirche gibt ein sogenanntes Pilgerhospiz, wo also die kranken Pilger aufgenommen wurden, wenn sie dann längere Zeit dort an der Grabeskirche verbracht haben. Da gibt es mehrere historische Zustände. Da hat ein besonderer Wissenschaftler, Herr Gerhard Schick, hat dort Ausgrabungen gemacht und Pläne erstellt. Und jetzt will man natürlich wissen, wie hat es denn damals ausgesehen, und mit digitaler Rekonstruktion, also auf dem Computer, kann man dann nachbauen, wie es damals wohl ausgesehen haben könnte. Und dann kann man das für weitere Forschung zur Verfügung stellen, um dort weitere wissenschaftliche Untersuchungen durchzuführen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Modell, das tatsächlich existiert hat. Man kann natürlich aber auch Modelle machen, die nie wirklich gebaut wurden. Da wir in Dresden sind, habe ich einen Dresdner Beispiel mitgebracht, nämlich ein Entwurf des Dresdner Zwingers von Gottfried Semper, allen bekannt wahrscheinlich von der Semperoper oder von dem Semperriegel, der die Gemäldegalerie beherbergt, der also den Abschluss des Dresdner Zwingers zur Oper hin symbolisiert. Auch er hat mehrere Entwürfe für den Dresdner Zwinger gemacht. Hier ist mal die Datenlage aus einer Recherche von dem Kunsthistoriker Peter Jahn zusammengestellt, was es damals gibt. Und jetzt stellt sich die Frage, wie sieht es aus? Und da haben wir dann entsprechende Modelle dafür hergestellt, um zum einen dem Normalbürger, der also nicht in Architektur und Kunsthistorik bewandert ist, zu visualisieren, wie das aussieht, aber auch für den Wissenschaftler zu zeigen, was er sich da vorstellt. Na, hier nochmal so eine Gesamtansicht im gesamten Dresdner Stadtbild, wie das damals eingebettet werden sollte. Wie einige meiner Vorredner auch, wenn Sie also was doppelt sehen, dann merken Sie, okay, das scheint wichtig zu sein, habe ich auch diesen Lebenszyklus der Forschungsdaten mitgebracht, um mal rauszufiltern, wo ich mich jetzt konzentrieren werde. Ne, das hatten wir jetzt schon öfter, deshalb kann ich ein bisschen schneller durchgehen. Es geht also von der Recherche über die Erstellung, Bearbeitung und Interpretation der Daten. Dann werden die erweitert, man hat Forschungsergebnisse, die werden dokumentiert. Und dann werden die archiviert und publiziert für entsprechende Nachnutzung. Gerade für die Publikation hatten wir ja vorhin den vorigen Vortrag. Im Speziellen bei unserem Medium gibt es eine starke Konzentration auf die Bereiche Recherche, Kommentierung und Publikation, aber was bisher fehlt, ist so diese ganze, wie wir es nennen, die Paradaten, also das heißt, wie entstehen diese Daten überhaupt, mit welchen Argumenten komme ich zu diesem Modell oder warum habe ich jetzt das publiziert und was anderes nicht. Das heißt also, dezidiert sind auch irgendwelche anderen Modellvorstellungen bei uns mit integriert, die gegebenenfalls nie das Licht der wissenschaftlichen Publikation entdecken oder veröffentlicht werden, und das wollen wir sozusagen mit veröffentlichen, weil es hat sich gezeigt, dass auch diese Fehlschläge wertvoll sind für andere wissenschaftliche Interpretationen und gegebenenfalls bei neuer Datenlage plötzlich wieder relevant werden. Auch bei uns ist die Ausgangslage, ich gehe nochmal zurück auf mein Jerusalemer Beispiel, wir haben ganz verschiedene Daten, also das heißt, wir haben Fundstücke, wir haben diese Grundrisse, wir haben textuelle Beschreibungen, wir haben aber auch bildliche Beschreibungen und wir haben natürlich auch eine Masse an Daten. Wir haben jetzt nicht Petabyte, aber in die Gigabyte geht es schon. Und die Ziele, die wir damit, also in unserem Bereich jetzt haben wollen, ist, zum einen wollen wir den Fortschritt und die Argumente erfassen, wie wir dazu gekommen sind. Also das geht jetzt von so einer einfachen Darstellung, es wird immer ausgearbeiteter, man kommt immer mehr voran, bis man am Ende dann das fertige Modell mit dem kompletten Stadtkomplex hat.
und dann natürlich auch für die Wissenschaftler wichtig ist, wie sind die denn da hingekommen? Ja, also ich bin da nicht dafür, dass der Turm da stehen muss, sondern er muss woanders stehen und dann kann man nachgucken, warum die das an die Stelle gepackt haben. Ja, wenn das wissenschaftlich publiziert ist oder in den normalen Modelldaten, auch wenn ich weiß, ich habe die Rohdaten, kriege ich das nicht raus. Ja, also das heißt, allein Metadaten genügen hier nicht. Oder ich möchte zum Beispiel irgendwelche Fundstücke, sei es textuell, aber jetzt in dem Fall eben tatsächlich real, irgendeinen Säulenkopf, möchte ich zum einen verorten, wo die gefunden wurden und wo man vielleicht den verorten kann. Das heißt also nicht da, wo er gefunden wurde, war er tatsächlich auch gebaut, sondern ist vielleicht irgendwo eingestürzt, ist irgendwohin anders verbracht worden und so weiter. Bis hin dazu, dass man nachvollziehen kann, an welcher Stelle im Museum liegt er denn jetzt. Dann hier auch wieder ein Dresdner Beispiel. Das Wichtigste ist ja, dass man irgendwelche Thesen oder Theorien aufstellt, wie es wohl sein könnte und die dann validiert. Hier zum Beispiel mal der Anfang des Dresdner Zwingers 1709, von August dem Starken entworfen. Der hat ursprünglich als Orangerie geplant. Deshalb gibt es auch, wenn Sie heute noch oder die Tage Zeit haben, in den Dresdner Zwinger zu gehen, stehen da jetzt Orangenbäume als Erinnerung an diese ursprüngliche Funktion. Und August der Starke hat es einfach mal so hinskizziert. Und jetzt überlegt man sich, naja, wie hat das denn wohl gemeint oder wie scheint es damals gebaut worden zu sein? Und da haben wir jetzt ein schon sehr, sehr langes Projekt und haben das einfach mal visualisiert. Und man kann da drin dann virtuell rumgehen und letztendlich wird es dann in einer Dauerausstellung im Semperriegel, wird es gerade umgebaut, wird es eine Dauerausstellung zu der Geschichte des Dresdner Zwingers geben und auch das zu sehen sein. Also es lohnt sich auch nochmal wieder nach Dresden zu kommen. Insgesamt haben wir also Hintergrundinformationen, die Entscheidungsprozesse wollen wir visualisieren und es nachvollziehbar machen. Das heißt, wir brauchen ein Werkzeug zur Betrachtung und Navigation, um sich erstmal zu orientieren. Wir brauchen für die Datenmodellierung eine Bezugmöglichkeit zwischen den Raumdaten, zwischen den Zeitdaten und den historischen Quellen. Wir müssen es irgendwie auch semantisch vernetzen, dieses Wissen, das der Wissenschaftler hat. Und es wurde angesprochen, wenn der Doktorand dann weg ist, dann ist das Wissen in der Regel tot. Eine Untersuchung von einem meiner Kollegen hat gezeigt, dass ungefähr 80% der Daten nach Projektende sind dann tot. Die werden nie wieder benutzt und gegebenenfalls kriegt man sie gar nicht mehr auf, weil mittlerweile die Programmversion so geändert ist, dass es gar nicht mehr zu öffnen geht. Dann wollen wir natürlich die ganze Argumentation, Diskussion und tatsächlich auch die Dokumentation dort mit einarbeiten. Wir machen das Ganze abfrageorientiert, also das heißt, dass man von dem Wissenschaftler Eingabemethoden braucht, was will er denn wissen? Und natürlich ganz wichtig, wir wissen nicht, was in der Zukunft kommt, es muss dynamisch erweiterbar sein. Und mit einem Analyse-Tool kann man also diese semantischen Daten dann durchforsten und ein ganz wichtiger Punkt ist die Datenpflege, damit man immer aktuell ist. Jetzt kurz zum technischen Hintergrund, was haben wir genutzt? Wir brauchten ein Klassifikationssystem, um das Ganze zu beschreiben, also damit wir eine Struktur haben, wie wir das ganze Wissen irgendwie zusammenstellen. Wir haben uns hier für die CIDOC-CRM-Ontologie entschieden. Das ist eine formale Ontologie, die einem Strukturen an die Hand gibt, entsprechendes Wissen zu beschreiben. Es ist in den, im kulturellen Erbebereich entstanden und so ein etablierter Standard, hat aber noch natürlich Erweiterungsbedarf, weil viele Wissenschaftler sagen, ja, da fehlt einiges, was wir brauchen und da gibt es auch noch Forschungsbedarf bzw. Diskussionsbedarf. Im Prinzip geht es also darum, ich kann sowohl Semantik damit beschreiben, also wer zum Beispiel irgendwas gebaut hat oder wer an einem Ereignis beteiligt war. Ich kann Hierarchien aufbauen von also Gebäudestrukturen von einer Tür zu einem Raum, zu einem Gebäude, zu einem Stadtkomplex. Insgesamt haben wir das dann abgebildet und es scheint sich auch weiterhin zu etablieren und in dem grafischen Zusammenhang schreit es fast danach, dass man es über eine Graph-Datenbank macht. Wir haben hier Neo4j benutzt, denn hier kann man über einen Triple Store entsprechend genau diese Beziehung zwischen Knoten speichern und dann bekommen Sie sowohl die entsprechenden Semantiken als auch die Hierarchien abgebildet. Ein kleines Einblicksbeispiel mal für dieses Jerusalemer Beispiel, was im Hintergrund liegt, sieht dann also so aus. Das kann man als Wissenschaftler benutzen, aber natürlich als außenliegende Schnittstelle ist das nicht sonderlich gut. Deshalb, ich brauche eine andere Kommunikation mit den Menschen und daher haben wir als Frontend unser sogenanntes DokuWiz entwickelt, das einen Zugriff auf diese Datenbank ermöglicht, aber in einer sehr, sehr grafischen Version. Und jetzt zeige ich Ihnen ein paar Beispiele, wie wir uns diesen Umgang mit den Daten gedacht haben. Das heißt,
Also zum Beispiel, wenn Sie wissen wollen, zu einem bestimmten Modell, welche Quellen gibt es denn dazu, dann können Sie das zum Beispiel markieren und entsprechende Suche in der Datenbank starten. Das war jetzt hier durch den Druck auf den Knopf. Und dann werden entsprechend alle Quellen, die mit diesem Objekt verlinkt sind, entsprechend hervorgeholt und man kann die sich wieder angucken. Also zum Beispiel, die müssen gar nicht auf unserem Server gespeichert werden, sondern ich komme dann auf eine ganz andere Datenbank, zum Beispiel bei der SLUB oder zum Beispiel bei irgendeinem Daria oder sonst wie, wo das gespeichert ist und kann darauf zugreifen und kriege die ganzen Daten dort auch. Andersrum kann ich dann auch die Daten entsprechend miteinander verknüpfen. Das heißt, ich kann also diesen Plan in mein 3D-Modell verorten und kann dann zum Beispiel gucken, wie genau modelliert wurde oder ob irgendwas fehlt und entsprechend dadurch eine Diskussion machen. Das heißt, ich kann also mir das entsprechend jetzt in die entsprechende Kameraposition zeigen. Ich kann diesen Plan entsprechend durchfahren und gucken, an welcher Stelle ich vielleicht noch Anmerkungen habe. Zusätzlich kann ich mein 3D-Modell entsprechend in die andere Form überführen. Also zum Beispiel kann ich dann Schnittbilder herstellen, um zu gucken, wie konkurrent bin ich denn. Also das 3D-Modell schneiden. Ich kann von den Quellen entsprechend die Objekte zuordnen. Das heißt also, ich bekomme entsprechend, wenn ich eine Quelle habe, also eine 2D-Darstellung dieses Objektes, kann ich mir aus der Datenbank abfragen, ja, welche Gebäudeteile betrifft es denn alles und wo komme ich, welche Stellen die da und kann mir dann die entsprechenden in meiner Datenbank visualisieren. Die kann ich mir dann raussuchen und dann kann ich mir die anderen Quellen dazu entsprechend raussuchen. Ganz wichtig, und das ist dieser entscheidende Punkt jetzt der Argumentationsspeicherung, ist sozusagen, wie speichert die Diskussion, wie ich zu diesem Modell gekommen bin. Das haben wir jetzt als Kommentare verfasst. Das heißt, das können sowohl Kommentar- oder Quellkritik sein, also Kritik an den Quellen, weil die widersprüchlich sind. Das kann Modellkritik sein an dem 3D-Modell oder in den entsprechenden Modellierprozess, der noch nicht fertig ist, oder entsprechende Diskussionen über den entsprechenden Modellzustand. Das heißt also hier, mal kurz gezeigt, ich kann also entsprechend mir mein Modell hernehmen, habe dann ein Skizziertool, wie ich den Kommentar anlege, also hier sind schon welche angelegt. Ich kann jetzt einen neuen entsprechend anlegen, indem ich mir eine Farbe auswähle, eine Stiftdicke und dann kann ich direkt in das 3D-Modell reinzeichnen und dann wird an der Stelle zum Beispiel der Kommentar gespeichert. Ich kann aber auch Flächen entsprechend farbig hervorheben, wenn es um größere Texte geht. Ich kann aber zum Beispiel auch solche Pins anwenden und ich kann eben entsprechend jede andere Quelle miteinander verlinken. Das heißt, wenn ich auf irgendeinen Stich verweisen will, dann kann ich das miteinander zusammenschalten. Wenn ich auf eine textuelle Quelle verweisen will, dann kann ich das entsprechend markieren. Also das ist immer untereinander verweisbar. Genau. Insgesamt bekomme ich dann also ein sehr augmentiertes Modell, wo ich an den entsprechenden Stellen entweder diese Pins oder diese Hervorhebungen habe und dann in den Kommentaren die entsprechende Diskussion oder Argumentationskette des Wissenschaftlers nachvollziehen kann. Um nachzuprüfen, gehe ich mit dem mit und dann kann ich das 3D-Modell auch wertschätzen oder sage ich, nee, ich habe da eine andere Theorie oder andere Quellen. Das ist auch durchaus passiert, dass wir ein ganzes Modell wieder wegschmeißen mussten, weil wir eine andere Quelle gefunden haben, die dem komplett widerspricht. Und da ist es eben wichtig, auch verworfene Modellteile wieder darauf zuzugreifen, um eben wieder einen Rückschritt zu machen, um dann zu sagen, an dem Punkt sind wir noch zusammen und dann geht es in eine andere Version. Ein anderes Beispiel ist hier an der Kathedrale Freiburg. Dort haben wir mal die entsprechenden Bauzustände visualisiert, wie diese Kathedrale entstanden ist. Gleichzeitig hatten wir auch Steinmetzzeichen, die entsprechenden Zeiten zugeordnet sind. Und jetzt können Sie natürlich semantische Abfragen machen, ob die Zeiten der Lebzeiten der Steinmetze mit den Bauzeiten übereinstimmen. Und jetzt sehen Sie zum Beispiel hier, es gibt Steinmetzzeichen, die eine hellere Farbe haben, also früher in der Zeit gelebt haben, zu einer älteren Bauphase. Das heißt, das kann rein zeitlich gar nicht klappen, weil der Steinmetz zu der Zeit noch gar nicht gelebt hat. Das heißt, da klappt es irgendwie nicht und deshalb mussten wir dann auch die Forschung nochmal revidieren und die Bauphasen komplett neu einteilen. Und die Wissenschaft hat also dieses Tool genutzt, um nochmal die Bauphasen komplett zu überdenken und auch wieder mit diesen Steinmetzzeichen in Konkurrenz zu bringen. Das waren zwei verschiedene Wissenschaftszweige, die nicht so viel miteinander kommuniziert haben. Erst durch unser Tool sind diese Widersprüche aufgetaucht.
Ein ganz wichtiger Teil und auch ein großes Forschungsgebiet ist natürlich, wenn wir es visualisieren, sind die Wissenschaftler immer ein bisschen zurückhaltend und sagen, naja, das ist nur eine Hypothese. Ich will das nicht so in ein 3D-Modell gießen und so richtig knallhart, da war eine Wand und da war eine Säule. Da gibt es natürlich noch großen Forschungsbedarf. Wir haben zum Beispiel jetzt eine Methode mit verschiedener Transparenz. Je opaker das Modell ist, desto sicherer sind sich die Community, dass dieses Modell tatsächlich auch so ausgesehen hat. Je transparenter das ist, Sie sehen das hinten in der Kirche Richtung Chor, da sind eben nicht so viele Wissenschaftler mit der Darstellung einverstanden und dann können Sie verschiedene andere Modellteile dazu blenden oder nacheinander angucken. Ein wichtiger Punkt, und bei vielen Projekten ist es auch sehr textuell lastig, dort haben wir also auch die KI mit eingebunden oder auch die Texterkennung. Das heißt, wir analysieren bildliche Texte, können die verschlagworten automatisch und können die mit in unsere ganze Datenbank einbinden. Das heißt also, zu den Bildern kommen dann auch die entsprechenden Texte dazu. Insgesamt entstehen also die ganzen Daten, die wir sowohl als Hypothesenvarianten als auch Bauzustände entsprechend speichern, auf die wir auch zurückkommen. Das heißt, auch verworfene Modelle oder kritisierte, nicht verwendete Modelle werden gespeichert, auf die man noch zugreifen kann, um dann tatsächlich die ganze Genese dieser Daten verfügbar zu haben. Das war jetzt der spezielle Einblick in die 3D-Rekonstruktion von Daten. Wir haben natürlich überlegt, kann man das nicht auf andere Teile ausweiten? Wir sind gerade dran, dieses Modell auszuweiten auf wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen, das heißt also so Change Management, Softwareumstellung in größeren Wirtschaftseinrichtungen. Dort werden zum Beispiel Interviews geführt, die dann transkribiert werden und entsprechend analysiert werden. Und dort haben wir mal unser System entsprechend draufgeschmissen. Das heißt, dort werden die Texte entsprechend analysiert. Die werden dann mit einer Ontologie systematisiert und strukturiert, um am Ende dann grafisch in den Entscheidungsbaum zu fließen, die dann entsprechend zeigen, wie diese Prozesse abgelaufen sind. Das heißt, auch so da gibt es Übertragungsmöglichkeiten. Ich hatte am Anfang angedeutet, Sie sind die Spezialisten auf Ihrem Gebiet und bin gespannt, wie Sie oder ob Sie Ideen haben, ob Sie jetzt entsprechend Ideen haben, das weiter fortzuführen oder zu generalisieren. Da sind wir dran und würden gerne einen Beitrag leisten, um in dem Sinne auch die Nachvollziehbarkeit der Daten zu speichern. Insgesamt gibt es natürlich noch große Herausforderungen. Also das heißt, die Ontologie ist eine große Herausforderung. Was muss ich an Struktur vorgeben, damit ich auch alles beschreiben kann, was der Wissenschaftler oder die entsprechende Wissen darstellt? Die Anpassung an andere Bereiche. Das fängt schon an, wenn wir irgendwie mehr in die Archäologie gehen. Dort wird dann anderes gefordert. Und natürlich die Datenpflege. Das heißt, bei vielen ist die Dokumentation noch ein notwendiges Übel. Es ist lästig, man muss viel Text eingeben und so weiter. Hier hilft vielleicht irgendeine grafische Eingabe oder Vorgaben von bestehenden Strukturen. Das muss einfach leichter gehen. Wir haben im Projekt gemerkt, dass uns diese Struktur enorm hilft im Datenfortschritt. Also dieses Projekt zum Dresdner Zwinger ging über 12 Jahre. Ich hatte mehrere Generationen von Studenten und immer nach 3 Jahren, wenn die ersten Studenten aufgehört haben, uns an die anderen übergeben haben, haben wir im Prinzip das komplette Projekt nochmal neu aufgesetzt. Und das war uns dann irgendwann zu viel und dann haben wir diese Struktur entsprechend eingeführt. Sie haben also gesehen, wie wir ganz speziell an diesem Beispiel unsere Strukturen erweitert haben oder erweitern mussten, um weiter voranzukommen. Freue mich, wenn Sie es inspiriert hat und bin gespannt auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für dieses spannende und anschauliche Beispiel von Digitalisierung und Wissenschaft, die wahrscheinlich bisher mit Digitalisierung noch gar nicht so viel gearbeitet hat. Ich hätte gleich einen Vorschlag für Sie. Und zwar, ich glaube, das wäre ein gutes Tool für die Dresdner Stadtverwaltung. Nämlich nicht um vergangene Daten, sondern entstehende Daten zu dokumentieren. Ein aktuelles Beispiel ist die Diskussion um die Höhe des Turmes des neuen Dresdner Stadtverwaltungsgebäudes. Ja, der wird gerade heiß diskutiert, wie hoch darf der sein und welche Sichtbeziehungen darf der beeinträchtigen. Und da könnte man diese ganze Diskussion natürlich hier, die Historiker könnten die schon sozusagen aufzeichnen, während die Diskussion verläuft. Aber gut, das wäre mal ein Vorschlag. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Ähm,
Genau, ich habe jetzt gerade ein Projekt aus Stuttgart im Auge, die das 1:1 wahnsinnig toll nachnutzen könnten. Deswegen, das DokuWiz, ist das eine Eigenentwicklung? Beruht es auf irgendwas? Ist das Open Source? Kann man das verwenden? Also wie gesagt, das DokuWiz ist sozusagen eine Zusammenschaltung von verschiedener Software. Grundlegend zum Beispiel die Datenbasis eben ist dieses Neo4j. Aufgesetzt ist ein Webservice, der sozusagen dann die ganze, das Frontend macht. Im Prinzip ist die Struktur des DokuWiz ist eine Struktur, die man nutzen kann. Also man kann sich als Projekt einschreiben und dann kann man diese Strukturen nutzen. Oder wir haben es auch zum Beispiel für die Wiener Hofburg gemacht, gab es auch ein großes Projekt. Wir haben einen eigenen Server für die angepasst, um dass die dort mit der Struktur arbeiten können. Also gerne eine Anfrage und dann können wir ein entsprechendes Projekt aufsetzen, um die entsprechenden Strukturen bereitzustellen, entweder lokal, also die Wiener wollten es eben lokal haben und sagen, naja, das sind mir zu viele verzweigte Datenbanken überall verstreut. Wir wollen das auf unseren Servern haben und erstmal intern bearbeiten. Das geht. Also sehr gerne. Aber es ist natürlich, wir nutzen auch immer offene Software, die natürlich dann entsprechend dazu implementiert oder installiert werden muss. Ja? Ich finde das absolut spannend, weil ich mich persönlich auch ein bisschen so mit 3D-Konstruktionen, archäologischer 3D-Konstruktionen beschäftige. Und ich habe jetzt gerade mal Ihre Webseite, ich denke, das ist aufgerufen. Ist das so, dass Sie das eigentlich jetzt erstmal auch hosten, sodass man sich da als Anwender registrieren kann und das benutzen kann? Ja, also momentan ist das eine Plattform, auf die man sich anmelden kann. Wir hosten das. Natürlich ist unser Speicherplatz beschränkt. Also wenn ich dann an Rossendorf denke, wenn die sagen, ja, wir kommen hier mit 5 Petabyte und dann wollen wir das mit reinplanen, dann haut es uns wahrscheinlich den Deckel weg. Wie gesagt, dann hatten wir zum Beispiel in Wien, dass wir sozusagen das System übertragen und dann dort entsprechend implementieren. Aber für kleinere Projekte oder zum Ausprobieren, wir wollen das natürlich auch jetzt weiter publik machen. Wir sind mit der TU Darmstadt im Gespräch, die auch entsprechende Strukturen schon angedacht haben. Wir wollen das jetzt in einem Projekt zusammenschließen und natürlich dann auch als Service anbieten. Ja. Weitere Fragen? Wenn man einen Service anbietet, dann hängt ja manchmal ein Geschäftsmodell dahinter. Gibt es die Idee, ich meine, frei zur Verfügung stellen, ja, aber vielleicht auch Einnahmen sorgen, um das Ganze, um die Infrastruktur weiterzupflegen, ist ja, man will es ja auch wieder verstetigen. Ja, korrekt. Das ist auch ein Punkt. Also Geldaspekte stehen jetzt erst nicht vorrangig im Vordergrund, weil wir einfach bei unseren Projekten gemerkt haben, da gibt es ein Defizit in der Dokumentation und das bringt uns, oder wir kamen an irgendein Ende, vor allem wenn wir eben Generationenwechsel in den Projekten haben. Und da war es uns einfach wichtig, das auf größere Füße zu stellen und auch der Community bereitzustellen. Natürlich könnte man über ein Geschäftsmodell nachdenken, wenn man das dann auf Jahrzehnte entsprechend weiter aufbauen will. Da sind wir aber eben mit den entsprechenden Bibliotheken im Gespräch, dass die das mit aufnehmen oder entsprechend ein Standard wird, dass dann sagt, bei einem Projektantrag wird gefordert, dass man entsprechende Dokumentationstools mit nutzt, so wie es ja auch schon jetzt mit gefordert wird, entsprechendes Datenforschungsmanagement in den Antrag mit reinzuschreiben, könnte man sagen, okay, es gibt dann auch Strukturen, wenn sie denn dann auch valide durchführbar sind, die dann auch diese Genese der Daten nachvollziehbar macht. Ob wir das dann sind oder also eben als diese kleine Gruppe, momentan können wir es noch nicht leisten. Also geht da vielleicht auch der Zeiger Richtung NFDI wieder? Genau. Oder noch größer Richtung europäische Zusammenschluss. Weitere Fragen? Dann hätte ich mal noch eine. Wie sieht es mit der Langzeitverfügbarkeit der Daten aus, die in dem System liegen? Also welche Archivierungsgedanken stehen dahinter? Na, da gucken wir natürlich auf die Entwicklungen, die um uns herum passieren. Also da wollen wir im Prinzip dann Strukturen nutzen, die es schon gibt, entweder an der HTW mit dem Forschungsdatenmanagement, bei den Bibliotheken, die da eigentlich die Spezialisten sind. Und da geht's eben, da müssen wir genau eben auf die Schnittstellen gucken. Das heißt, wie übergeben wir die Daten an die Bibliotheken, sodass die sozusagen die Daten dann entsprechend speichern und die Nachnutzung oder die Langzeitabruf sicherstellen können. Vielleicht doch noch ein kurzes
einen kurzen Kommentar. Also Sie haben ja auch die SLUB erwähnt, weil wir haben Architekturzeichnungen, Baupläne und was weiß ich alles an also an Bilddokumentationen auch und sind auch an 3D, also Rekonstruktionen interessiert. Und weil Sie die Bibliotheken jetzt so explizit angesprochen haben, also ich denke auch, dass das eine Aufgabe so einer Infrastruktureinrichtung sein kann, da für Nachhaltigkeit und Finanzierung auch zu sorgen. Und würde jetzt schon mal so ganz unvorsichtig das Interesse der SLUB da anmelden. Wunderbar. Also da ist halt meine Philosophie, nicht sich alles auf eine Gruppe, die ganze Wissen draufzuziehen, sondern die Experten alle mit an einen Tisch zu holen und gemeinsam was zu schaffen, was keiner alleine schafft. Und wir haben jetzt eben mal im kleinen Rahmen gezeigt, wo die Reise hingehen kann. Und jetzt, wenn es größer werden soll, dann entsprechend die Spezialisten mit reinzuholen, weil die sind schon jahrelang auf dem Gebiet unterwegs oder forschen auch in andere Richtungen, haben wir ja auch die Vortragenden vor mir gehört. Und dann muss, also das ist ja jetzt nur ein Aspekt und im Ende spielt alles zusammen. Ganz am Anfang war es in Ihrem Vortrag dieser schöne Zyklus, wo Sie noch das viel schöner weiter ausgeführt haben, sind eben ganz viele Aspekte, die man alle berücksichtigen muss. Das kann, glaube ich, keiner allein. Deshalb sind ja auch diese Konferenzen wichtig und schön, dass wir uns zusammenschließen und austauschen. Vielen Dank dafür nochmal.